finde, dass der Name Mohrenapotheke nicht geändert werden sollte, weil... Es geht also wesentlich schlimmere Sachen über Rassismus wie ein Namen an der Apotheke. Also ja. Da darf ich sagen, nein. Nein. Die sollen sich um wichtige Sachen kümmern und nicht um den Namen. Genau. Ich finde den Namen Mohrenapotheke vollkommen in Ordnung und dass der nicht geändert werden sollte. Ja. Das ist für mich, also ist es schon immer Zigeunerschnitzel gewesen. Nein, und ja. Das hat ja nichts damit zu tun, dass es Zigeuner oder was ist, sondern von der Art her, ja. Wie es hergestellt wurde. Jetzt heißt es halt dann Paprika oder irgendwie sowas, ja. Aber Zigeuner war schon immer so, es war früher Zigeunersoße, hat ja Zigeunerschnitzel gegeben und alles sowas. Ja. Genau. Da gibt es halt. Ja. Es gibt ja auch Wiener. Ja. Da meint sich ja die Wiener beschleunigen. Oder richtig. Regensburger oder Nürnberger. Was soll der Krass? Wenn jetzt einer kommt und stört sich daran, ja, weil er vielleicht andere Hautfarbe hat oder was, dann sollte er mal überlegen, ja, das gibt es andere Sachen. Ja. Und er ist hier in Deutschland. Ja. Und hier heißt es nun mal so, ja. Und wenn er nicht anderweitig angefeindet wird oder was, ist doch alles gut. Er kriegt alles und zeigt, auch wenn er andere Hautfarbe hat. Also ich habe mit sowas kein Problem. Ich habe viele Arbeitskollegen, die kommen von woanders daher und sowas. Ich sage, alles gut, wir sind ein Team und zeigt es mir vollkommen egal, ob der aus Afrika kommt oder aus Syrien oder sonst woher. Ist mir wurscht. Ja. Ja. Solange er sein Zeichen macht und hält sich an unsere Gesetze und zeigt und nicht irgendwie ausschweift oder kriminell wird und zeigt, ja, sage ich, ist doch alles gut. Ja, also unter dem Aspekt, dass sich da Leute durch verletzt fühlen durch den Namen, da sollten die, finde ich, schon ihren Namen ändern, weil es kann ja nicht sein, dass Leute hier vorbeigehen und sich einfach schlecht fühlen. Und das ist ja eine Kleinigkeit, so einen Namen zu ändern. So, das kann ja so schwer nicht sein. Das ist eine interessante Frage, ja, aber ich denke, da sollte man dann konsequent sein und wenn man hier schon anfängt, dann bei dem Zigeunerschnitzel gleich weitermachen. Das wäre falsch, weil die Mohrenapotheke ist einigen der wenigen, die noch von Original ist aus den alten Zeiten, was ist Mohren? Ist eigentlich nichts Neues als das Gewohnte. Wir sind alle mit der Mohrenapotheke gewohnt. Wenn man Möhrenapotheke sucht, Möhren ist etwas anderes, aber Mohren ist auch, fängt auch mit O, mit M an, entschuldigen Sie bitte. Aber ich sehe das nicht ein, dass irgendein schräger Kopf kommt und eine Umbenennung in die Wege leitet. Die haben Minderwertigkeitskomplexe, die haben ja wohl nichts Besseres zu tun, denn hätten sie was zu tun mit allgemeinem Wissen, würden sie die Straßen und die Benennungen so lassen, wie sie sind. Ich finde ja. Also vorher waren ja auch noch so rassistische Darstellungen von, also mit unglaublich großen Lippen, also wirklich so rassistische Darstellungen wie von vor 100 Jahren. Und ich kenne mehrere Personen, die da betroffen sind und die das durchaus als rassistisch empfinden. Und ja, ich meine, das heißt ja, man kann nicht alles umbenennen und so weiter. Wir hatten in jeder Stadt früher eine Judenstraße. Es gibt einen Grund, warum das umgeändert wurde. Es gibt auch einen Grund, warum man jetzt den Begriff Zigeuner eigentlich nicht mehr benutzen sollte. Und aus vergleichbaren Gründen, weil das war ein rassistischer Begriff, der auch unter dem über 600.000 Sinti und Roma ermordet wurden. Wir haben da auch ein Denkmal in Bayreuth hinterm Bahnhof. Und naja, man könnte sagen, ja, das ist jetzt eine andere Sache, Mohren und so weiter. Nein, es gab auch einen deutschen Völkermord den Hereros in Tansanien. Und ja, ich finde einfach, manche Dinge müssen sich ändern. Man hat schon immer Straßen umbenannt, weil es einfach mal klar wurde, ja, das ist jetzt nicht mehr so akzeptabel. Und man muss ja jetzt, man kann ja dann auch Leute aus einer anderen, aus derselben Zeit nehmen. Ich habe einen Freund, der hat jetzt bewirkt, dass eine Straße, die nach einem Nazi-Offizier benannt war, der Name will mir jetzt leider nicht einfallen, in Friedelinde-Wagner-Straße umbenannt wurde. Also eine Enkelin von Richard Wagner, die leider ziemlich wenig bekannt ist, aber die sich komplett eben gegen ihre Mutter Winifred gestellt hat, was Antisemitismus und so betraf. Wir haben tolle Personen aus der Zeit, deren Namen wir benutzen können, anstatt von anderen. Nun, dass es schon mal daran hängt, dass der Begriff an sich rassistisch ist. Und wie gesagt, ich habe für mehrere Freunde
deren Familie aus Afrika stammt und die finden das absolut nicht in Ordnung. Und ich denke halt so, ich bin da selber nicht betroffen, aber wenn ich jetzt betroffen wäre, also ein Beispiel, ein Teil meiner Familie war jüdisch und wurde in Mauthausen ermordet. Wenn jetzt da Judenapotheke stünde, wäre ich sehr sauer. Und ich denke, man sollte auf die Betroffenen hören. Es ist jetzt wirklich keine so große Anstrengung, das zu ändern. Ich meine, man könnte einfach einen Umlaut drauf machen, Möhrenapotheke, alles geregelt. Nein, auf keinen Fall. Und wieso nicht? Wieso nicht? Das ist ein Urgestein von Bayreuth und es muss erhalten bleiben. Das gehört halt heute alles einmal dazu. Es hat sich so viel eingebürgert, dass man nicht mehr abschaffen kann. Nein, das wäre egal. Da wäre ich nicht begeistert. Überhaupt nicht. Denn ich kann mich an alles gewöhnen. Ich bin bloß gegen das Böse. Und ich mag jeden Menschen, aber nicht, wenn er in sich den Willen hat, Deutschland umzubauen. Gegen die Menschen habe ich garantiert was. Also es soll ja umbenannt werden wegen der negativen Konnotation von dem Wort, ne? Also ich bin aus Berlin und dort wurde die Mohrenstraße tatsächlich auch umbenannt oder es ist in der Planung. Ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, damit man, ne, das Thema rauskriegt, dass es nicht so stigmatisiert ist. Also ich denke, ich wäre dafür. Diese Worte kommen aus einer anderen Zeit, wo das ein bisschen normaler war. Das ist ja auch wie bei den Kinderbüchern mit Astrid Lindgren und so weiter, wo die Frage ist, ob man das anpassen soll. Und ich glaube, ja, wir leben halt in einer Zeit, in der diese Worte auf jeden Fall eine Bedeutung haben und in der man das auf jeden Fall verändern sollte und das anpassen sollte an was gerade auch mit der Sprache im Trend oder auch im Gebrauch ist. Also ich würde es verändern, ja.